Ich freue mich, Ihnen das Aquarell Roma von Ludwig Thirsch vorstellen zu dürfen. Die Melancholie der Roma. Im Rahmen der während des 19. Jahrhunderts erfolgenden Ausbildung der Nationalikonografien ist die Personifikation Roms mit ihrem schwarzen Haar und dem klassisch-römischen Profil zugleich eine Allegorie Italiens, sowie die brünette Marianne für Frankreich und die blonde Germania für Deutschland einsteht. Die Roma Italia steht hoch über der ewigen Stadt auf einer an die Sockelzone antiker Tempel erinnernden Stufenanlage. Die an Flussgötter und Quellennymphen gemahnende Amphore ist leer, das befruchtend lebensspendende Element versiegt. Rom ist im Schleier der Abenddämmerung versunken, während die Allegorie der Stadt ein letztes Mal glanzvoll beschienen wird und in warm leuchtenden Gelb-Rottönen aufstrahlt, sodass die ideale Schönheit ihres Körpers an den Beinen durch das schleierartige Tuch hindurch sichtbar wird. Doch die mit der Renaissance wiedergeborene naive Jugendlichkeit hat sich in Melancholie verwandelt. Die in sich versunkene und dabei zugleich seherisch blickende Frauenfigur scheint über den versiegten Quell zu meditieren. Damit schafft Thirsch ein tiefsinniges, bildliches Resümee der Italiensehnsucht der deutschen Künstler. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Ihnen die Qualitäten dieses Kunstwerks etwas näher bringen können.